Prügelei in der Schule? Prügelei in der Schule, das ging meistens zwischen Lehrern und Schülern. Also, was ich mitbekommen habe, bei uns wurden ja hauptsächlich die Buben gezüchtigt. Einen berüchtigten Direktor gab es, der muss die Buben ziemlich heftig drangenommen haben. Und in meiner Klasse, was ich so beobachtet habe, war halt unsere Lehrerin auch schon in der ersten, es ging dann bis zur vierten Klasse. Die Buben wurden, also da gab es einen Buben zum Beispiel, der wurde so ziemlich jeden Tag mit mindestens einer Watschen beglückt. Ich weiß gar nicht, was der immer getan hatte, aber der bekam jeden Tag mindestens eine, manchmal mehr von unserer lieben Lehrerin. Manche anderen Buben auch, Mädchen weniger. Mädchen wurden nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass Mädchen geschlagen wurden, Buben schon. Und unser Pfarrer, unser Religionslehrer, der hat sogar so richtige Kopfnüsse verteilt. Ich weiß es noch, weil ich einmal eine bekommen habe. Weiß auch nicht mehr warum, aber das war so richtig auf den Kopf rauf und so. Und manche Buben wieder, die haben davon mehrere bekommen. Und zwar war das auch so ziemlich jedes Mal, wenn er aus dem Zimmer ging und es wurde laut, einer wurde abgestellt, der sollte aufschreiben, wer geschwätzt hat. Und dann kam er wieder zurück, hat geschaut, wer geschwätzt hat und hat dann entsprechend Kopfnüsse verteilt. Und der arme Mensch, der da vorne stand, einmal stand ich auch da vorne, der aufschreiben musste, wer geschwätzt hat. Also ich zum Beispiel ich wollte das nicht machen, ich habe denen gesagt, sie sollen nicht schwätzen, weil ich sie nicht aufschreiben will. Also sollen sie ruhig sein, sonst muss ich sie ja aufschreiben. Und ich weiß noch, dass ich es nicht geschafft habe. Also einen, den musste ich dann aufschreiben. Und das ist mir bis heute noch peinlich, dass ich den aufgeschrieben habe. Weil der dann seine Kopfnüsse bekommen hat. Also Kinder wurden richtig animiert. Ja. Ja. Richtig animiert, andere hinzuhängen. Und genau. Es hat nicht lange gedauert, dann ist man drauf reingefallen. Tut mir heute noch leid. Aber nochmal zu der Verteilung zwischen den Geschlechtern. Das war ja, da gab es ja große Unterschiede. Also wie gesagt, die Buben, die wurden körperlich richtig gezüchtigt. Das wurde nicht geahndet. Das war überhaupt kein Thema damals. Und es gab aber sehr viele Dinge, die auch noch sehr unterschiedlich waren. Zum Beispiel hatten die Mädchen ja immer Handarbeitsunterricht und die Buben hätten Werkunterricht dafür haben sollen. Hatten sie aber nicht, weil bei uns gab es irgendwie gar nicht die Ausstattung für Werkunterricht, also hatten die Buben immer frei. Und ich weiß noch, ich habe das als große Ungerechtigkeit empfunden, denn dieser Unterricht war nachmittags. Und wenn wir Mädchen dann also im Klassenzimmer hockten und mit unserem Häkeln und Stricken uns abgequält haben, oft noch mit schwitzigen Fingern, die Nadeln, die gingen überhaupt nicht recht, dann haben die Buben draußen Fußball gespielt und haben immer reingeschaut, ans Fenster geklopft und gesagt, hey, ihr müsst arbeiten. Das hat mich damals richtig geärgert, das empfand ich als sehr, sehr ungerecht damals. Heute bin ich froh, dass ich das alles kann, aber damals empfand ich das nicht besonders toll.